Hallo liebe Schachfreunde, heute zeige ich euch die Partie zwischen Romain Edouard, dem französischen Großmeister, und Penthaler Hare Krishna, dem zweitstärksten indischen Schachspieler der Zeit. Die Ausgangsstellung kennt ihr ja vielleicht noch aus dem Video von vergangene Woche. Das wichtigste Merkmal hier das Läuferpaar im Eck, weswegen die Züge F4 und F5 bald zu erwarten sind. Hier ging es aber los mit C4, G6 und nun kam F4 und F5, Springer F3, Springer F6, Springer B3, C6, G3 und nun nicht das bescheidene D6, sondern das kämpferische B5 von Penthaler Hare Krishna. Und das gefällt mir gut, so soll es doch sein. Er nimmt hier sofort die Chance wahr, eine ungewöhnliche Stellung aufs Brett zu bringen, in der die Kreativität von beiden Spielern gefragt ist. Die Antwort von Romain Edouard war Springer E5 und er hätte hier den Fehdehandschuh wohl aufnehmen sollen und C schlägt B5 spielen, nach Dame B5. Er gibt Läufer A7 eine unklare Stellung. Nun, wem solche Bauernraubvarianten nicht zusagen, der könnte hier auch Springer C5 spielen. Auch das ist unklar, denn der Springer auf C5 steht gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall geht D6 nicht wegen Springer D4. Dieser überraschende Zwischenzug, wenn man so will, bringt Weiß schon klaren Vorteil. Die Dame ist angegriffen und es folgt natürlich Springer E6 als nächstes. Springer E5 war aber die Fortsetzung von Edouard in dieser Stellung. Es ging weiter mit B schlägt C4, Springer C4 und Springer B6. Springer schlägt B6 und A schlägt B6. Ja, und anhand dieser eigentlich plausibel aussehenden Zugfolge sehen wir, wie oft es auch erfahrenen Großmeistern passiert, dass die elementaren Eröffnungsregeln nicht beachtet werden. Schwarz hat den Springer von E1 nicht weniger als 4-mal gezogen, um ihn letztendlich nun vom Brett verschwinden zu lassen. Der schwarze Springer dagegen von A8 hat nur 1-mal gezogen. Resultat: Entwicklungsvorsprung für Schwarz oder zumindest gute Aussichten auf Entwicklungsvorsprung. So einfach ist Schach, aber gleichzeitig eben auch so schwierig. D3 ging es weiter und nun Dame A7. Ein weiterer sehr starker Zug, ein unscheinbarer Zug zwar, aber auch wieder total natürlich. Die Dame wird auf die halboffene A-Linie gebracht, wo sie Druck macht auf A2 und dadurch irgendwie den Springer auf B3 festnagelt. E4, F schlägt E4, D schlägt E4 und C6, C5, das schirmt den Läufer G1 ab, sodass der nicht mehr auf B6 mit einem Schach nehmen könnte, wenn zum Beispiel die Dame auf A4 steht oder auf A2 nehmen möchte. E4, E5, ja, und an und für sich war das ein durchaus verständliches Manöver von Weiß. Ich habe schon viele Beispiele im Schach 960 gezeigt, in denen durch einen Bauernkeil F4, E5 oder auch D4, E5 ein Läufer auf H8 neutralisiert wird. Aber hier steckt schon viel Dynamik in der Stellung, sodass es sich Schwarz gut leisten kann, vorübergehend auf diesen Läufer H8 zu verzichten. Vor allen Dingen klappt das, weil der weiße König in der Mitte noch steckt und dort auch sehr exponiert und anfällig ist. Springer D5. Und schon tun sich typische Manöver und Motive mit Dame, Springer und Läufer auf Springer B4 natürlich, nebst Springer A2 oder Springer D3, je nach Bedarf.
Schwarz steht hier auf jeden Fall schon sehr schön und bequem. Springer D2. Hier war Dame D3 wohl etwas besser, aber das ist natürlich schon eine Computervariante. Springer B4 und Dame B5. Wer will das schon abschätzen, ob hier nicht Springer A2 schon gewinnt für Schwarz oder Dame A2? Turm B8 wäre hier aus menschlicher Sicht am solidesten und Schwarz hat gute Aussichten. Aber der Computer gibt sogar Springer A2 als sehr stark an und nach Turm A1 das überraschende Läufer schlägt E5. Und für einen Computer, wie schon gesagt, erscheint es als überhaupt kein Problem, den Springer A2 zu entfesseln. Beispielsweise König C2 und nun noch nicht Springer B4 wegen König B1 nebst F schlägt E5, sondern erst Läufer C7 und anschließend wird sich Schwarz mit Springer B4 entfesseln können. Spielt Weiß nach Läufer E5. F schlägt E5, so folgt natürlich Turm schlägt F1, Dame F1 und Läufer B3 mit Vorteil für Schwarz. Nun, Romain Edouard hat Springer D2 gezogen. Das ist aus menschlicher Sicht natürlich vollkommen verständlich. Da gibt es im Grunde nichts dran zu kritisieren. Springer B4 war die Antwort, A3, aber jetzt Läufer A2. Penthaler Hare Krishna in Hochform, wieder ein sehr starker und sehr präziser Zug. Dame A1 könnte Schwarz nun mit Dame A4 beantworten, mit starker Initiative König E2, Dame A6, König D1, Läufer B3 zum Beispiel. Und der Springer kann nicht gut nehmen, wegen Dame schlägt F1 natürlich. Also hat Edouard Dame E4 gezogen, aber nun Läufer D5, Dame E2, Dame A4 Schach, König E1, Läufer schlägt H1, A schlägt B4, Dame B4. Nun hat Weiß einen Bauern verloren und auch Läufer C5 ist nur ein vorübergehender Rückgewinn des Bauern. Es kam zu Turm C5, Turm C5 und BC5 und nun muss ja Turm H1 kommen und Dame B2. Und nach 21 Zügen waren die beiden schon in diesem Endspiel angekommen, in dem Schwarz nun tatsächlich einen Mehrbauern hat, ohne dass Weiß adäquates Gegenspiel aufweisen könnte. Der Läufer H8 spielt zwar noch nicht mit, aber auf der anderen Seite hat auch Weiß positionelle Nachteile und das ist vor allen Dingen seine schwache Königsstellung. Nun, die Position hat hier keine Schach 960 spezifischen Merkmale und deswegen zeige ich euch die ganze Partie nun im Schnelldurchlauf. Schwarz hat in den nächsten Zügen tatsächlich seinen Läufer von H8 aktiviert und die Partie dann mit guter Technik gewonnen. Ja, das war eine, wie ich meine, sehr lehrreiche Partie und gar nicht allzu komplizierte Partie. Weiß hat durch das langwierige Springermanöver viel Zeit verloren und dadurch nichts aus der Eröffnung herausgeholt. Schwarz hat Mut gezeigt, schon in der Eröffnung, so wie es eben richtig ist im Schach 960 und dann mit präzisen Zügen basierend auf hervorragendem Positionsverständnis die Initiative ergriffen und Weiß überspielt. Eine sehr starke Partie von Penthaler Hare Krishna, sehr starkes, kreatives Schach. Das war's für heute. Ich darf euch noch hinweisen auf die Homepage der Deutsche Schach 960 Stiftung. Die Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, das Schach 960 im deutschsprachigen Raum zu verbreiten und bekannt zu machen. Das Highlight der Stiftung ist ein großes dreitägiges Schach 960 Festival, das einmal im Jahr stattfindet.
Mehr dazu auf der Homepage. Und in einer Woche gibt es dann schon die nächste Schach 960 Analyse. Noch einmal eine Partie aus der sechsten Runde des Accentus Chess 960 Turniers. Bis dahin also, ciao!